Liebe Whisky-Fans, ich begrüße euch zu einer abermaligen Sonderausgabe von Schorns Whisky-Ecke bei mir. Ja, Anlass ist, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, letzte Woche habe ich schon ein Video zu den drei besten, also für mich drei besten Standards gedreht. Und ich habe aber jetzt gestern gesehen, dass der Markus vom Kanal Whiskyliner mich erneut nominiert hat. Vielleicht hat er es nicht gesehen oder er wollte, dass ich noch eins drehe und ich will mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen, euch nochmal ein Video zu drehen, allerdings nicht mit der üblichen Challenge drei Standards Whiskys, sondern auf die Idee, und die fand ich sehr schön, hat mich der Christian von The Malthead gebracht, der ja auch zunächst mal seine Standard Whiskys vorgestellt hat und dann nochmal ein Video veröffentlicht hat mit seinen drei standardrauchigen Whiskys gedreht hat und veröffentlicht hat. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, die Idee, sodass ich dachte, ja, bei der Nominierung gestern von Markus, da kam mir eigentlich sofort der Gedanke, dass heute mal mit meinen, ja, mit einer meinen liebsten rauchigen Whiskys nochmal zu versuchen. Und die will ich euch nochmal in aller Kürze nahe bringen. Also heute kein Whisky, den ich verkoste, sondern einfach nur schnell drei rauchige Whiskys vorstellen. Gut, dann als allerersten habe ich hier einen absoluten Klassiker von der Insel Islay, nämlich den Kalila 12 Jahre. Ich habe den jetzt hier nur als kleine Flasche da, gerade mal. Kalila an der Ostküste Islays, in der Nähe des Fährhafens Port Eskake, ist also eine klassische Blendindustrie-Destille, veröffentlicht aber seit vielen, vielen Jahren schöne Standards, 12, 18, 25 Jahre und dergleichen. Und da ist dieser 12 Jahre Kalila, also der fehlte mir eigentlich bis jetzt noch bei den besten drei Standard-Whiskys von den anderen YouTubern. Da dachte ich mir, das bietet sich an, als einer meiner liebsten rauchigen Whiskys als Einstieg zu nehmen. Der ist kühl gefiltert, leider auch gefärbt und kommt mit 43 Volumenprozenten in die Flasche. Das zweite oder der zweite Whisky, der führt mich nach Irland. Und zwar ist das der Connemara Distillers Edition. Der hatte mir, ich habe den jetzt vor ein, zwei Monaten oder drei Monaten verkostet. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der normale Connemara wird also bei dieser Version hier nachgereift in Oloroso Sherryfässern. Und erhält natürlich dadurch eine gewisse Fruchtigkeit und ja, etwas paar dunklere Fruchttöne noch mit dazu, zu den ohnehin vorhandenen kräutrigen floralen Noten von Connemara. Er ist auch ja, dezent rauchig, also ist nicht ganz so ein Stinker, sage ich jetzt mal. Der lässt sich also wirklich ganz gut trinken. Ich hatte den letzten Tagen auch noch mal wieder im Glas und fand ihn eigentlich ganz geschmeidig. Vom Kostenpunkt her bewegt der sich so bei zwischen 35 und 40 Euro. Ist gar nicht immer so leicht zu kriegen. Manchmal ist es auch ein Engpass, weil die ja auch nicht so viel produzieren. Ja, das wäre meine Nummer 2. Und der dritte, wie könnte es anders sein, bei rauchigen Whiskys kommt wieder von der Insel Islay. Und das ist diesmal ein Artback, und zwar der Artback Anno, benannt nach dieser westlich auf Islay gelegenen Halbinsel, der also die drei südlichen Destillen vor den rauen Winden und dem rauen Wetter schützen soll. Das ist ein, also wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Malt, der ist allerdings schon etwas kräftiger rauchig. Hat 46,6 Volumenprozent, ist nicht kühl gefiltert und ich glaube auch nicht gefärbt und hat
verschiedene Fasseinflüsse, nämlich der Whisky wird am Ende dann in einem sogenannten Gathering Vat mit verschiedenen Whiskys befüllt oder gemischt. Und zwar, das sind also frisch ausgebrannte Eichenfässer, PX-Sherryfässer und First Fill Ex-Bourbonfässer. Sodass der also eine wunderbare Ausgeglichenheit von Geschmacksnoten hat und natürlich auch einen Rauch, der so zwischen 45 und 50 ppm liegt, also schon recht kräftig ist. Gut, das soll es heute nochmal kurz als Sonderausgabe gewesen sein. Nominieren möchte ich jetzt nicht schon wieder zwei. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer jetzt so noch gar nicht dran war. Da will ich jetzt auch nichts wieder lostreten. Also das soll es kurz gewesen sein. Wir sehen uns am Freitag zu meinem üblichen Dreh. Da steht ja immer noch die Abstimmung aus zwischen einem Vergleich von zwei Legics und zwei Tobermorys. Wer will, kann da heute Morgen noch teilnehmen. Und dann werde ich sehen, was ich am Freitag für ein Video drehe. Bis dahin, bleibt alle schön gesund und habt immer einen schönen Dram im Glas. Euer Sean.